Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Wir sind hier in Alexandria. Zitan ist wieder einigermaßen auf den Beinen, weil Vivi, der gute Junge, vorgeschlagen hat, Lily besuchen zu gehen. Und bevor wir das tun, werden wir noch ein Sprüngelein bei dem Kleinkunsttheater vorbeigluschen, um auch möglicherweise nichts zu verpassen. Und bevor ich das vergesse, werden wir Zidane noch schnell seine neue Waffe geben, nämlich die Engelschwinge. Dadurch erlernt er die Räuberseele. Stirnband und so, ich denke tatsächlich das Kopftuch. Pokerherz darf er lernen, das Zunge verwenden dann auch, natürlich. Aber zuerst muss er es mal lernen. Haben wir hier irgendwas? Nix. Halstuch, ist da irgendetwas? Tatsächlich die Federstiefel, immer länger das wäre möglich. HP plus 20%, boah, das wäre aber auch eine geile Geschichte. Dösen, da hat er jetzt ja einiges. Wo fangen wir denn an? Ich würde sagen hier, einfach schön der Reihe nach, dann passt das schon. Gut, denn Vivi haben ja glaube ich schon so Sachen gegeben, ne? Ich glaube, da ist wohl dann eh nichts anderes. Ah, das passt. Müsste theoretisch streng gesehen so stimmen. Also ich möchte gern beim Kleinkunsttheater vorbeiklutschen. Servus, wer bist du? Ticketverkäufer. Oh, bald ist ja der Tag der Krönungszeremonie von Prinzessin Garnett. Da muss ich noch so viele Vorbereitungen treffen. Davon machst du dir ja gar keine Vorstellung, sag ich dir. Ja. Darum gehe ich auch hier einfach so planlos durch die Gegend rum. Irgendwann muss ich auch Pause machen. Ach, schau, wen haben wir denn da? Den Ashley, der seine Kneipe aufgegeben hat, wo seine Kellnerin das jetzt übernommen hat. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Ashley. Ich leite dieses Theater hier zusammen mit Ruby. Würde mich freuen, euch bei uns ab jetzt öfters begrüßen zu dürfen. Ja, genau. Na, Ruby, was ist denn los? Was ist denn? Ist sie beleidigt oder ist sie traurig? Was hat sie denn? Hat sie schon was angestellt, Burschen? Ja, kann man denn gar nichts machen und so? Was ist passiert? An manchen Tagen fährt man gesünder, wenn man sich einfach nur fern von ihr hält. Oh, sie ist wütend, okay. Die schaut mir glodend wie ein Pulverfuss. Ja. Also wirklich, schaut die mir Klon aus wie ein Pulverfuss. Ich sag dir was. So schnell fängt die sie nicht so mit ihr. Sie fix noch einmal. Was ist denn passiert? Ruby, alles gut? Dieser Blank. Manchmal könnt ihr ihn umbringen. Aha, Blank hat Scheiße gebaut. Ich glaube, sie steht auf ihn. Ha? Was hast du für gemacht? Okay. Typisch Mann, er hat keinen Plan. Es dürfte sich dabei handeln, dass er zu spät zu ihrer Vorstellung gekommen ist. Sitzt da jemand? Nein, das sind nur seine Füße. Und deshalb ist sie sauer. Das sind wieder solche Sachen, die Männer einfach nicht verstehen, warum wir Mädchen dann böse sind auf sie. Ja, das verstehen die Burschen dann nicht. Weil da aus ihrer Sicht gibt es ja nichts zum Ärgern. Hallo! Okay, das ist überhaupt nichts. Halt, stopp. Jetzt. Gut, das haben wir auch gemacht. Überprüft, mehr oder weniger. Dann gehen wir doch ins Schlösselchen. Na, ausweichen bitte. Danke. Da drin waren wir schon mit Vivi. Eingekauft haben wir auch schon brav. Das heißt, wir gehen Lily besuchen. So. Zidane. Dieser untreue Kerl. Wenn er schon in Alexandria ist, könnte er ja ab und zu mal was von sich hören lassen. Ist was, mein Bester? Willst du etwas sagen, ich hätte vielleicht was am Mundwinkel oder ähnliches? Ich habe kein Wort gesagt. Suchst du Streit? Ich suche nie Streit. Aber eine Aufforderung zum Tanz lehne ich natürlich nicht ab. Aber wenn du dich schönartig entschuldigst, dann will ich noch einmal ein Auge zudrücken. Wie lächerlich.
Streitereien sind hier aufs Strengste verboten. Hört auf der Stelle auf. Hey, hey, ruhig Blut. Wenn das mal nicht Zidane ist. Lange nicht gesehen, mein Liebster. Wir haben uns viel zu erzählen, aber erst habe ich noch etwas zu erledigen. Diese Frau, kennst du sie etwa? Na dann, sei doch so gut und klär die Liebes, die Lebensmüde auf. Liebes und Lebensmüde ist sie ja wohl. Dass ich der meistgesuchte Verbrecher des Kontinents bin. Ja, nun mach mal halblang. Dir ist sicherlich nur eine Maus über die Leber gelaufen. Maus? Sonst nichts weiter. Sie ist eine Rattendame, ne? Also Maus, ja. Tut mir leid für den ganzen Ärger. Das sind zwei Freunde von mir, wisst ihr? Meint ihr, ihr könnt noch einmal Gnade vor Recht walten lassen, ja? Nun gut, Prinzessin Garnett befahl uns, Herrn Tripal, Madame Crescent, was? Crescent? Crescent. Und auch Herrn Orunita, was? Orunitia, besonders zuvorkommend zu behandeln. Was? Orunitia? Ja? Lilly hat sowas befohlen? Im Ernst? Ach, so ist das. Nochmals Entschuldigung für die ganzen Umstände. Jawohl. Freya! Nun zieh doch mal wieder ein freundliches Gesicht auf. Weißt du, was mich zurzeit wirklich aufregt? Du, mein Lieber. Jetzt, wo die mit dir gleichaltrige Lilly kurz davor steht, die Bürde eines ganzen Landes auf ihren Schultern zu nehmen. Verstehst du? Was tust du da eigentlich? Konntest du wenigstens etwas über die Herkunft Queers herausfinden? Na los, sag doch was. Naja, diese Weibsbilder immerfort anstrengend, wirklich. Also ein paar Nachforschungen habe ich da schon angestellt, ja, aber nimmst du das alles hier etwa nicht ernst? War es denn nicht Kuyas Intrige, aus dem Körper von Lili die Bestie mit Gewalt zu entreißen? Und war es nicht er, der diese Bestie dazu benutzte, seine eigenen Verbündete Brane umzubringen? Hast du denn wirklich keine Sorge, dass Lili noch mehr zustoßen könnte? Doch, natürlich, verdammt. Was denkst du denn von mir? Aber was kann ich schon tun? Es ist mir nicht einmal mehr gestattet, mit der Person, die mir am meisten bedeutet, auch nur zu reden. Geschweige denn, sie zu beschützen. Jetzt, wo sie Königin wird, hat sie ja jede Menge Ritter, die auf sie aufpassen. Da braucht sie so einen wie mich doch nicht mehr. Und außerdem ist da überhaupt kein Platz mehr für mich. Du, Zidane, Lilly freut sich bestimmt, wenn sie dich wieder sieht. Ich bin mir da ganz sicher. Daher sollten wir endlich zu ihr gehen. Gut. Aber wir bleiben nicht länger als nötig, klar? Zidane, glaube nicht. Du könntest vor mir abhauen. Egal, wo du hingehst, ich folge dir. Du, was du nicht lassen kannst. Und da kommt auch schon die Gondel. Bitte einsteigen. Wollt ihr zum Schloss fahren? Ja, bitte. La, 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 la. Das gibt schöne Buckes in den Armen. La, 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 la. Dann kann ich bald Gewichte stemmen. La, la, la. Und in der Küche mir ein leckeres Omelette braten. Lalala. Für mein Schatzi. Oder mein Schatzi kocht für mich. Habe ich schon mal erwähnt, dass mein Wölfchen ein spitzentoller Koch ist, obwohl er das nicht beruflich macht. Das Schlimme ist ja, wenn er kocht, schmeckt es mir 20.000 Mal besser, als wenn ich selber mache. Was? Ah, du Rüpel, lass mich runter. Aua, du. Behandelt man so etwa eine Dame oder was? Wenn du nicht sofort still bist, wanderst du in den Kerker. Du! Was ist hier los, Eiko? Oh, Zidane! Hör doch mal! Dieser unverschämte Kerl da, der sagte doch glatt, Eiko wäre lärmend und nervig und vorlaut und lärmend. Und überhaupt hat er nur gemeine Sachen zu mir gesagt. Wo waren da jetzt die gemeinen Sachen? Was? Du! Ich hasse Kinder.
Also beruhige dich doch mal. Wie heißt du denn eigentlich, mein Liebes? Ich? Ich heiße Aiko. Aiko Carol aus Mardainsari. Mardainsari? Dieser Ort ist mir leider nicht bekannt. Kommst du nicht viel rum, was? Also pass auf, Mardainsari ist... Hey, ihr da! Ja, trau ich meinen Augen? Halten wir etwa seit neuestem hier den täglichen Nachmittagsplausch ab, oder wie? Das hier ist das Schloss. Etwa schon vergessen? Ihr habt hier nichts verloren. Du, Onkel Steiner? Meister Vivi, welch Ehre und große Freude, euch seit längerem mal wieder antreffen zu dürfen. Wir sind eigentlich gekommen, um Lilly mal Hallo zu sagen, aber... Der Prinzessin? Ich verstehe. Euch kann ich einfach keinen Wunsch abschlagen, Meister Vivi. Ja, nicht schlecht, ne? Gut, wartet alle hier. Prinzessin, bitte. Ihr seid ja alle gekommen, um mich zu sehen? Vielen Dank. Lilly, du siehst ja so hübsch aus. Wow, Lilly, du siehst einfach ganz wunderschön aus. Fürwahr, ein bezaubernder Anblick. Zidane, willst du ihr nicht auch etwas sagen, mein Bester? Ja, dem hat's mal die Sprache verschlagen. Pass auf, dass du nicht zapperst. Passt schon. Prinzessin, seid ihr bereit? Zidane. Ja, wir können gehen. Warte, Lilly. Sag mal, Lilly, sehen wir uns denn ab und zu nicht wieder? Also sehen wir uns ab jetzt nicht wieder, aber natürlich können wir uns doch sehen. Überhaupt, ich freue mich über jeden Besuch von euch. Aber ich werde wohl nicht mehr mit euch frei und unbeschwert durch die Welt reisen können. Aber unser gemeinsames Abenteuer, unsere gemeinsame Reise, werde ich niemals vergessen. Oh, Lilly. Du warst immer eine würdige Rivalin. Rivalin? Du sagst schon manchmal lustige Sachen. Ach, bevor ich es noch vergesse, das hier will ich dir unbedingt geben. Zum Beweis unserer geistigen Bindung als Esper soll jeder von uns zwei dieser vier Schatzkristalle bei sich tragen. Diese zwei sollen meine sein. Und diese zwei meine? Mach's gut, Aiko. Ach, Zidane, du hättest schon irgendwas sagen können, du Hugenhof. Zidane, warum hast du dir denn gar nichts gesagt? Ich wollte ja, das wären nicht meine Worte gewesen. Nichts davon wären meine wirklichen Worte gewesen. Ich hatte mir ja ein paar Dinge zurechtgelegt, ja, die ich Lilly sagen wollte, wenn ich sie treffe, aber das wären doch nur Lügen gewesen. Nicht meine Worte. Nicht, was ich ihr wirklich sagen will. Halt die Ohren steif, Lilly. Lass dich nicht unterkriegen, Schnucki. Wenn du mal Rat brauchst, ich hab immer ein offenes Ohr für dich. Genau. Nichts als verdammte Lügen. Nicht meine Worte. Nicht meine wirklichen Worte. Zähl fix nochmal. Was? Ja. Ich hätte es mir ja denken können. Zidane hat nichts außer Lilly im Kopf. Hätte ich doch bloß nicht diesen Brief geschrieben. Aber Zidane wirkte so einsam auf mich. Wenn Aiko doch nur was für den armen Zidane tun könnte. Ah!
Zitane. Zitane, du Blödian. Blödian, 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 Blödian. Zitane, du Dauerschlauchsteher. Sie ist so Papa. Aber da er in solchen Dingen ja nie was blickt, hat er die Gefühle von Eiko bisher bestimmt noch gar nicht bemerkt, dieser Dumnus. Ist vielleicht ein wenig gemein Zitane gegenüber, aber es ist besser, wenn er Eiko hier und heute Abend nicht trifft. Genau. Ich verschwinde besser schnell von hier, bevor dieser Nichtsmerker noch aufkreuzt. Nichtsmerker. Ah, oh nein, da kommt wer. Vielleicht schon Zitane, auweia. Ich muss mich schnell irgendwo verstecken. Wohin nur, wohin nur? Was waren die zwei denn da? Sieht aber nicht so aus, als wäre hier jemand und so blank. Ruhig, Blut. Wir sind ja nur ein bisschen zu früh dran, das ist alles. Wir werden ja sehen und so. Aber sag mal, Blank. Irgendeine Ahnung, von wem der Liebesbrief sein könnte und so? Also wirklich, Markus. Hast du nicht gelesen, den Lappen? Bei der Ausdrucksweise. Das kann doch nur eine big, feine und bildhübsche Dame sein, Mann. Meinst du? Naja. Du brauchst ja immer rum. In jedem Hafen eine Braut. Aber mit der Frau gesehen habe ich dich noch nie und so. Und überhaupt, der Brief ist dir ja auch nur rein sonst, also überhaupt nur von irgendwo sonst oben auf den Kopf gesehen, als du dich im Schloss rumgeschlichen hast und so. Du raffst es nicht, hä? Die Kleine schämt sich eben, mir den Wisch persönlich zu geben. Und halt, und hat halt auf diese Methode zurückgegriffen. Ist doch ganz logisch, bitte. Und überhaupt, was soll eigentlich diese ganzen Zweifel an meiner überragenden Wirkung auf das weibliche Geschlecht? Also ein Mann, der im großen Stile bei den Mädels landen will, der kommt natürlich nicht wie die Axt im Walde daher, sondern erstmal blank. Ich glaube, da kommt wer und so. Hey Markus, lass die Leute gefälligst ausreden, Mann. Wir sollten uns verstecken und so. Ist sehr gut, ist sehr gut. Oh, jetzt kommt der Steiner. Na, großartig. Von nun ab wird der Wachdienst verstärkt. Einfach zu viel Unbefugte hier in letzter Zeit. Ob Regen, Wind, Sonne oder Hagel. Von nun an heißt es patrouillieren, bis die Füße abfallen. Jawohl. Rechts, in Ordnung. Links, in Ordnung. Na gut. Abfall, hier? Nein, das ist kein Abfall. Das scheint ja ein Brief zu sein. Was ist das? Was ist das? Wenn der leuchtende Mond die Sterne am Firmament anlächelt, dann warte ich am Bootsteg mit glühendem Herzen auf dich. Was ist? Das ist doch nicht etwa ein Liebesbrief? Aber von wem und für wen? Steht weder ein Absender noch der Empfänger dran. Nicht doch. Hat vielleicht jemand, der die Route meiner nächtlichen Patrouille kennt, den Brief hierher gelegt, damit ich ihn finde? Aber, wer könnte mir denn... Das ist ein unglaublicher Zufall, ne? Steiner. Beatrix. Ihr... Herzklopf, Herzklopf. Ist das etwa... was die Erwachsenen Liebe nennen? Blank. Schnauze, Markus. Steiner. Beatrix. Was machen die? Was machen die denn da? Blank, das hier macht mich alle. Ich krieg gleich Nasenbluten. Verdammtes Nervenbündel, stopf dir beide Daumen in den Riecher und sei endlich still. Ist das so geil? Hachi! Hachi! Was tut denn Bark jetzt da, Chef? Ach, es ist unglaublich. Schade, gerade jetzt, wo es spannend wurde. Och Mann, ey. Ist eh klar, ne? Der Bark ist unglaublich. Hat irgendjemand eine Ahnung, wo Zitane sein könnte?
nicht die leiseste. Ich gehe ihn suchen. Mhm, weil ich das kann. Lalalala. Oh, ah! Was machst du da? Pass halt besser auf. Eiko ist gerade ganz aufgebracht, also nimm ein bisschen mehr Rücksicht. Lalalala. Was? Ich erlaube mir einzutreten. Ist hier eventuell gerade ein kleines Fräulein namens Eiko hereingekommen? Oh! Der nette, gescheite Onkel von neulich. Hohoho, fröhlich und munter wie immer, wie mir scheint. Ja, Eiko ist immer fröhlich und munter. Aber eigentlich würde ich am liebsten ihr weinen, weil im Herzen von Zitane kein Platz mehr für Eiko ist. Hast du gerade etwas gesagt, mein Kleines? Nein, ich habe gar nichts gesagt. Aber sag mal, weswegen bist du denn zu Eiko gekommen, netter, gescheiter Onkel? Ach ja, richtig, das hätte ich doch beinahe vergessen. Also dieses Dorf, aus dem du kommst, wie hieß es doch gleich? Madainsari? Ja, Madainsari. Nun ja, ich würde lieben gerne mehr über Madainsari erfahren. Kein Problem. Weil du so nett warst und diesen Brief für mich geschrieben hast, erzähle ich dir alles, was du wissen willst. Mhm. Aber hier plaudert sich's nicht so gut. Können wir uns bei dir unterhalten? Oh, bei mir? Nun, mein Haus befindet sich in Treno. Das ist bedauerlicherweise ein gutes Stück von hier. Treno? Das klingt aber irgendwie interessant. Fein, Eiko ist zurzeit sehr wissensdurstig und will viele neue Orte kennenlernen. Also macht es gar nichts, wenn es ein bisschen weiter weg ist. Lass uns gehen. Ich komme auch mit. In Treno findet doch sowieso gerade das große alljährliche Kartenturnier statt, oder? Da wollte ich schon immer mal dabei sein. Kartenturnier? Klingt ziemlich aufregend. Ich will auch mitkommen. Das gleiche gilt für mich. Trainer, soll mir recht sein. Oho, ehe man sich versieht, hat man schon eine ganze Reisegruppe zusammen. Schön, schön, es soll mir ein Vergnügen sein, euch alle Trainer zeigen zu dürfen. Ich merke gerade, mir fällt gerade ein, wir haben wahrscheinlich zu wenig Gil und dürfen noch ein bisschen Gil dann farmen gehen. Hier gibt es noch Nebel. Erinnert mich irgendwie an Ifas Baum, bevor der Nebel abzog. Aber der Nebel scheint auf jeden Fall dünner zu sein als vorhin, findest du nicht? Nun ja, ich hatte bereits gehört, dass ihr den Nebel vertrieben haben sollt, aber ich denke, es sind deswegen noch Reste von ihm hier zu finden, weil er die Wurzeln entlang in die Tiefe steigen konnte. Ja. Das ist eine Kakadula. Also dann, wollen wir langsam mal... Boah, die kann so viele Leute tragen. Wo ist das da? Hofnarren des Schwermuts. Aber jetzt nicht im Ernst. Die Trotteln sind noch am Leben. Hier ist niemand, sage ich. Bist du sicher, frage ich. Sicher bin ich sicher, sage ich. Hast recht, keiner da, sag ich. Sag ich doch, sag ich. Aber, was machen wir jetzt, frag ich. Wir bitten gar nicht ganz herzlich, uns wieder ins Schloss aufzunehmen, sag ich. Meinst du denn, sie nimmt uns wieder auf, frag ich. Probieren geht über studieren, sag ich. Oh? Wir verstecken uns besser, sag ich. Immer die zwei. Scheint keiner hier zu sein. Scheint so und so. Alles, was wir für Zitane tun können, ist wohl so wie jetzt Nachtwache schieben. Und zusehen, dass in Alexandria alles friedlich bleibt, oder? Ja, so ist es. Aber Zitane fühlt sich dadurch besser. Und so. Ja, verdammt ist das heute aber unheimlich ruhig. Also gut, machen wir noch eine Runde? Du sagst es so. Lalalala. Die hätten uns beinahe gefunden, sage ich. Aber was machen wir denn jetzt, frage ich. Na,
Das ist doch klar, sag ich. Wo sich diese Typen aufhalten, da haben wir nichts verloren, sag. Nichts wie raus aus Alexandria, sag ich. Ja. Super. Die zwei Vollpfosten. Und schon sind wir in Trino angelangt. Bam. Dass man so nach Trino kommt. Ich bitte vielmals. Ja, die höchst unkomfortable Umstände unsere Reise zu entschuldigen, ja. Passt schon. Hey Margon, warst du schon mal in Trino? Wie steht das mit dir? Ich? Wo es hübsche Mädels gibt, da bin ich zu Hause. Eiko will sich erstmal ein bisschen in der Stadt umschauen. Über Martin Sari können wir ja nachher noch plaudern. Ist das in Ordnung? Aber sicher. Nur zu. Wir haben es ja nicht eilig. Hurra! Lalilalila. Was glotzt du wieder so planlos durch die Gegend? Komm mit. Hm? Wer? Ich? Ja, wer denn sonst? Eiko ist das erste Mal hier. Du musst mich also rumführen. Ich werde auch einen kleinen Bummel machen, um mal auf andere Gedanken zu kommen. Man sieht sich. Margon, und was hast du vor? Ich werde einfach nicht schlau aus dem Typen. Oh, da fällt mir ein, heute ist ja der letzte Tag des großen Kartenturniers. Echt? Na, das möchte ich mir doch nicht entgehen lassen. Meine Fertigkeiten als Spieler sind zwar überaus bescheiden, aber es wäre mir eine Freude, dir unter die Arme zu greifen, solltest du denn auf Probleme stoßen. Aber so schlecht, dass ich auf die Hilfe anderer angewiesen bin, spiele ich dann auch wieder nicht. Oh, entschuldige meine Aufdringlichkeit. Viel Glück. Das hat er so nicht gemeint, Zidane. Lehrerin Eiko sagt, um Gottes Willen. Ach, die Kleine. Lalilalila. Also, warum ich nicht mit Zidane gegangen bin, willst du wissen? Also doch bestimmt wissen, oder? Ja, genau. Die beiden stehen völlig auf dem Schlauch. Einer schlimmer als der andere. Wenn man denen also nicht ein paar nachdenkliche Momente lässt, kommen sie vielleicht nie drauf. Was meinst du denn damit? Oh Mann, du stehst ja mindestens genauso auf dem Schlauch. Also pass auf, Zidane hat Lilly furchtbar lieb, alles klar? Aber Zidane meint, er müsse immer auf ganz cool machen, deswegen streiten die beiden sich auch so oft. Kannst du mir soweit folgen? Jein. Eiko gegenüber benimmt er sich auch immer betont cool. Ja, immer fort. Dieser Zidane, wirklich unmöglich. Doch dabei ist er der Gelackmeierte, verstehst du? Wow, was ist das nur? Etwa das Kartenstadion? Hey, warte! Und weg ist sie. Aber das kann doch nicht. Bist du etwa... Wer bist du denn? Na, supi, es geht schon wieder um, nicht wahr? Da auf dem Turnier nur die Besten antreten, fordere ich zuerst einige Spieler auf der Straße heraus, um an gute Karten heranzukommen. Solltest du keine 5 Karten haben, so stelle ich dir gerne welche von meinen zur Verfügung. Das ist aber nett. Bam, bam. Jetzt tun wir noch schnell kontrollieren. Wir tun kontrollieren. Ob wir da schnell rauf tun, da schnell rauf tun. Ob es hier... Halt, da geht's nur runter, ne? Ob es hier nicht irgendwo was Verstecktes gibt, aber ich glaube nicht. So, dann wieder runter. Zap, zap. Vielleicht schaffen es wir noch zum Mogri. Das wäre mir besonders lieb. Mit Zweck Speichern und so. Aber ich glaube nicht. Es war eine lange Reise. Fredo, der Diener. Hätte nicht gedacht, dich nochmal wiederzutreffen. Vielen Dank für alles damals. Aber nein, du brauchst mir doch nicht zu danken. Weil mein Herr ein guter Herr war, passt das schon. Bei jedem anderen hätte ich aber abgelehnt. Obwohl es kein leichtes war, deiner Bitte nachzukommen, dich irgendwie auf das Theaterschiff zu schmuggeln.
Wie war denn das Theaterstück überhaupt? Wirklich interessant. Oh, da fällt mir ein, dass es damals ja ziemlich Ärger gab irgendwie. Aber du hast die Sache wohl recht heil überstanden, was? Ja, allerdings... Also, ja, alles halb so wild. Eigentlich. Na, dann ist ja alles in Butter. Also, ich pack's dann mal wieder. Muss noch ein paar Dinge erledigen. Übrigens, du wohnst doch in der Nähe von Trenau, oder? Ja, das ist schon richtig. Geh lieber nach Hause. Es ist schon spät. Also, mach's gut. Ist zwar schon lange tot, aber mal wieder nach Hause zu sein wäre schön. Was will ich in einem leeren Haus? Na, geh doch mal heim. Wenn ich schon mal in der Nähe bin, wäre es doch schade, nicht kurz mal vorbeizuschauen. Bam, 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 bam. So, ich bin nur schnell da unten runter. So. Ja. Lass mal so stehen mit dem hier jetzt. Es ist eh schon der Part zu Ende und wir werden im nächsten Part einfach frisch fröhlich weitermachen. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!